Auf Burg Eisenhardt in Bad Belzig wurde das 60. Jubiläum der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark Engelbert Humperding gefeiert. Klingende Burg, so das Motto der Festveranstaltung. Am 1. September 1955 wurde sie in der Bad Belziger Gaststätte zur Linde als Abteilung der Musikschule Potsdam gegründet. 12 Schüler waren es seiner Zeit. Es kamen weitere Abteilungen dazu, es gab Kreisreformen, es gab Zusammenlegungen, es gab neue Schulen, die dazugekommen sind. Es gab natürlich dann als ganz großen Einschnitt die Wende, dann gab es den Speckgürtel, dann sind sehr, sehr viele Schüler dazugekommen. Es gab Umwandlung zur GmbH aus dem Kommunalen heraus. Also die Musikschule hat wirklich in den letzten 60 Jahren eine sehr, sehr bewegte Geschichte hinter sich. Heute ist die Musikschule Engelbert Humperding mit 4000 Schülern und über 30 Unterrichtsorten die größte im Land Brandenburg. Sie ist dem Verband Deutscher Musikschulen angeschlossen. Die Angebote richten sich an alle Altersgruppen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir versuchen im ganzen Kreis in der ländlichen Region im Speckgürtel Musik anzubieten. Wir versuchen alle Instrumente anzubieten und der ganze Kreis soll davon profitieren. Musikschule darstellen, wie sie ist. Von groß und bis klein, von Klassik bis modern, von Blasorchester bis Blockflötenorchester, von Streichern. Und das große Ziel war, die Ensemble zusammenzuführen. Das Wetter hätte zum Jubiläum nicht besser sein können. Herrlicher Sonnenschein lud zum Verweilen und Zuhören ein. Weil man halt hier auch richtig viel Musik hat, weil heute richtig schönes Wetter ist und weil man sich hier heute auch richtig schön die Burg angucken kann. Das finde ich halt so schön. Wie ist bei dir? Na, ich finde es auch ganz, ganz toll. Es sind interessante Örtlichkeiten hier. Gefällt mir gut. Na klar, Rundgang gemacht und mitgemacht. Und wie ist bei Ihnen, falls Ihnen? Super, tolle Stimmung, schönes Wetter, besser kann es gar nicht sein. Ein besonderer Leckerbissen, die Wandelmusiken entlang der Burgmauer. Auf kleinen, charmanten Bühnen und Plätzen spielten hier Solisten und kleinere Ensemble. Ich bin damals in das Musikantenkarussell gegangen. Und da probiert man ja verschiedene Instrumente aus und hat mir Geige besonders gefallen. Musikschule macht mir auch Spaß, ich gehe jede Woche gerne hin. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe schon im Kindergarten mit musikalischer Früherziehung angefangen und damals habe ich schon immer gesagt, ja, ich will unbedingt Geige spielen. Und ich bin jeden Tag in der Musikschule, das macht immer wieder Spaß. Also ich spiele jetzt seit 7 Jahren Klarinette und ursprünglich hatte ich es eigentlich gemacht, weil ich dann auch noch Saxophon spielen wollte und halt erstmal als Einsteigerinstrument, weil ich noch zu klein war für Saxophon. An der Musikschule hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, dadurch, dass man eben mit so vielen verschiedenen Instrumenten ist, in irgendwelche Ensembles zu gehen, im Orchester zu spielen, im Blasorchester oder auch so in Kammerbesetzungen, wie jetzt gerade mit den Flöten, die wir gespielt haben. Also sowas kriegt man nur in der Musikschule, das kann man nicht bei privaten Lehrern machen. Ich bin schon seit 4,5 Jahren in der Musikschule und spiele auch schon seit 4,5 Jahren Blockflöte und habe jetzt mit Klarinette angefangen und bin auch in einer Samba-Gruppe. Für mich macht die Musikschule, es macht einfach Spaß, mit den Lehrern und mit den Schülern oder Mitschülern zusammen zu musizieren. Und jede Woche in den Unterricht zu kommen, beziehungsweise mit dem Ensemble oder dem Orchester zusammenzuspielen, was viel Spaß macht. Die Kreismusikschule ist eine inklusive Musikschule, die als Zielgruppe alle sozialen Schichten der Bevölkerung in den Blick nimmt. Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund, Erwachsene und Senioren mit ihren jeweils spezifischen Bedürfnissen, genauso wie hochbegabte Kinder und Jugendliche. Ihr Unterricht orientiert sich am Prinzip Lust am Lernen. Musikalische Erlebnisse als Basis für Fortschritt und Leistung.
Wenn man es jetzt von der Finanzierung sieht, sind die wichtigsten immer noch die Eltern mit 50%. Aber dann kommt direkt der Kreis hinterher, der Kreis fördert mit 40%. Das ist auch verankert im Brandenburgischen Musikschulgesetz. Aber der Kreis fördert natürlich sehr gut und steht sehr hinter der Musikschule. Wir konnten neue festangestellte Lehrer einstellen. Das ist sehr wichtig, dass wir einfach ein Rückgrat in der Schule haben bei so vielen Schülern. Mit 9% fördert zusätzlich das Land Brandenburg die Musikschule. Aktuell hat sie 24 Festangestellte und rund 150 freiberufliche Lehrer. Wir haben ja eine gewisse Deckelung in der Zahl, also weiter wachsen werden wir erstmal nicht. Das finde ich auch völlig in Ordnung, sonst wird das Schiff einfach irgendwann auch gar nicht mehr lenkbar. Wir können alle Kinder des Kreises aufnehmen und wir haben manchmal eine kleine Wartezeit, aber spätestens nach einem halben Jahr bekommt jedes Kind sein Instrument, sein Wunschinstrument. Die Musikschule bereichert mit Unterricht, kleinen Auftritten und großen Konzerten das kulturelle Leben im Landkreis. Auf die nächsten 60 Jahre.